Also, in Opern wird ja grundsätzlich ganz gern mal gestorben. Das hat sich irgendwie bewährt. Aber was in diesem Stück passiert, das ist schon harter Tobak. Eine Frau, die nicht nur einen, nicht zwei, nein, drei Menschen umbringt und sich am Ende selbst das Leben nimmt. Eigentlich ein Fall für die Kriminalpolizei. Aber wer der Schuldige ist... Also von vorn, da gibt es diese Frau, Katharina, seit 5 Jahren verheiratet, keine Kinder. Ihr Mann, Sinovi, leitet ein großes Familienunternehmen. Sein Vater Boris hat es groß gemacht, sich aber vor einiger Zeit aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. So ganz kann er es aber doch nicht lassen. Im Hintergrund zieht er immer noch die Fäden, gibt die Marschroute vor, und zwar ziemlich tyrannisch. Wie der mit seinem Sohn und seiner Schwiegertochter umspringt, das ist wirklich schlimm. Er schreit sie an, demütigt sie vor allen Leuten. Fehlt noch, dass er sie verprügelt. Da kann man natürlich schon mal auf böse Gedanken kommen. Doch dann trifft Katharina auf einen Mann, der ihr Leben verändern wird. Auf einen Arbeiter namens Sergei. Der hat alles, was sie an Sinovi vermisst. Der ist stark, der ist maskulin, der nimmt sich, was er braucht. Ein richtiger Macho eben. Mit einem Mal ist Katharina ihm verfallen und das geht nicht lange gut. Boris, also der Schwiegervater, ertappt die beiden in Flagranti, peitscht den Ehebrecher und droht seiner Schwiegertochter eine ähnliche Bestrafung an. Und sie mischt ihm daraufhin Rattengift ins Pilzgericht, so viel, dass es für eine ganze Kompanie reicht. Was jetzt verwunderlich ist, aber in der Oper ist ja manchmal so manches verwunderlich, keiner riecht Lunte. Der Priester redet bei der letzten Ölung bloß dummes Zeug, die anderen halten die Klappe, Katharina und Sergei machen einfach weiter. Saubere Gesellschaft. Dann kommt eines Nachts Sinovi nach Hause. Zuerst merkt keiner, wie er das Haus betritt, dann aber doch. Man gerät in Streit und kurzerhand ziehen die beiden, Katharina und Sergei, ihm den Kerzenleuchter über den Kopf. Die Leiche wird im Keller verscharrt. Auch ein Klassiker. Sinovi wird kurzerhand für tot erklärt und die Bahn ist jetzt frei für die beiden Turteltäubchen. Es wird geheiratet. Dumm nur, ganz dumm, zu der Hochzeit nicht auch den Polizeichef einzuladen. Wer etwas zu verbergen hat, der sollte sich gut stellen mit den Behörden. So fliegt die Sache auf, ausgerechnet bei der Hochzeitsfeier. Die Kollegen wären zwar bereit gewesen, die ganze Angelegenheit gegen eine kleine Spende unter den Tisch fallen zu lassen, aber Katharina entscheidet sich für den heroischen Weg und nimmt die Strafe auf sich. Erstaunlich. Modern, ja, vielleicht. Naja, die Frau ist nicht so ganz einfach zu begreifen. Sie und Sergei marschieren Richtung Straflager. Und da gibt Sergei ihr den Rest. Er bandelt mit einem halbseidenen Mädchen an und führt Katharina so richtig vor. Die schnappt sich das Flittchen, stürzt sich mit ihr in den Fluss. Aus. Ende. Ja, das Verwirrende ist, man weiß eigentlich gar nicht so genau, welche Haltung man gegenüber Katharina einnehmen soll. Hat man Mitleid mit ihr? Muss man sie verachten? Sie hat ja immerhin 3 Leute umgebracht. Hat man Verständnis mit ihr oder vielleicht sogar alles zusammen? So wie die Gesellschaft, also hier zeitgemäß vorrangig Männer, sie behandelt hat, man weiß es nicht so genau. Kann ja vielleicht auch was mit der Musik zu tun haben. Aber dafür ist die Oper ja da und vielleicht findet man für sich selbst eine Antwort, wenn man sich eine der Aufführungen anschaut.